Grüß Gott und herzlich willkommen zu meiner neuen Beleuchtung, meinem neuen Hintergrund und meinem neuen Color Grading. Und jetzt müssen wir noch ganz kurz das Intro abwarten und dann geht es direkt los. Hey, moin. Warte mal, was hast du da in der Hand? Hä? Das ist doch einfach nur ein USB-Stick. Und was ist da drauf? Warum fragst du mich das so? Das ist einfach nur Linux Mint. An alle, die jetzt gerade den Sketch nicht ganz verstanden haben. Diese Woche hat Anonymous über Twitter gepostet, dass Mexiko neue Sicherheitsgesetze hat. Diese beinhalten Dinge wie, dass man sein eigenes Handy nicht mehr reparieren darf oder dass die Festplatte aus seiner eigenen PS4 oder seinem eigenen Laptop nicht mehr ausgetauscht werden darf. Denn wenn man das macht, drohen einem bis zu 10 Jahre Haft. Ich meine, wie soll das weitergehen? Die Hülle installieren sind 20 Jahre Haft? Und apropos Anonymous, lasst uns doch mal über die Anonymität im Internet reden. Denn viele kennen es ja bereits, dass Webseiten eine Anmeldung erfordern, damit man sie nutzen kann. Und wenn man jetzt nicht gerade seine echten Daten preisgeben möchte, gibt es ja bereits Seiten wie Tempmail. Aber wenn man jetzt auch noch ein Bild braucht, damit man seine Authentizität beweisen kann, dann wird's kritisch. Aber genau da habe ich eine Website gefunden, und zwar This Person Does Not Exist. Und wie der Titel bereits sagt, sind alle Personen, die man auf dieser Seite sieht, nicht real. Sie wurden komplett von einer AI erfunden und gerendert. Und trotzdem kann man hin und wieder mal Menschen erkennen, die man in der Realität gesehen hat. Obwohl das eigentlich gar nicht möglich sein sollte. Und nun kommen wir zu einem Thema, was mich seit dem letzten Video nicht mehr in Frieden lässt. Werbungen. Und wir beginnen da mal mit AFK Arena. Hey Leute und willkommen zu AFK Arena. Habt ihr schon gehört, dass AFK Arena kürzlich einen Code für alle Spiele rausgehauen hat? Zum einen dieser Code. Ich meine, ja, er sieht so aus, als wäre er zufällig generiert und als wäre das wirklich geheim, aber die meisten Nutzer von YouTube sind auf dem Handy. Und hier handelt es sich ebenfalls um ein Handyspiel. Das bedeutet, den Code von YouTube auf sein Handy zu bekommen, ist quasi unmöglich. Und zum anderen, die übermotivierte Stimme von ihm ist zwar sehr schön, aber für das Kriegsszenario nicht gerade passend. Dann kommen wir zu Telekom mit ihrem 5G-Werbespot. Das G in 5G steht für das Gefühl. Nein. Es steht für gemeinsam ganz nah. Nein, 5G steht einfach nur für die fünfte Generation. Der Nachfolger von 4G, dem Mobilfunkstandard. Nichts mehr. Und nun kommen wir zum letzten, Restaxil. Dieser hat ein eigenes neues Wort erfunden, und zwar Konashu. Aber wenn man so die Werbung anschaut, soll es dagegen heilen. Sie leiden an brennenden Schmerzen, häufig begleitet von Kribbeln und Taubheitsgefühlen in Beinen und Füßen. Und dagegen heilen Schmerzen im Nacken oder Rücken. Und bin ich der Einzige oder habe ich das Gefühl, dass egal welche Schmerzen du hast, nimm Restaxil und du wirst geheilt? Und damit kommen wir zum letzten Punkt auf unserer Tagesordnung, Google Easter Eggs. Ich habe euch da mal drei rausgesucht, die ihr direkt ausprobieren könnt. Der erste ist ASCII. Das bedeutet auf Englisch einfach nur so viel wie schief und sorgt dafür, dass eure gesamte Google-Suche tatsächlich schief wird. Das zweite ist BlinkHTML. Und alle Suchergebnisse, die HTML beinhalten, werden die ganze Zeit ein- und ausgeblendet. Und das letzte ist Is Google Down? Und Google antwortet mit Nein, denn ihr habt es ja tatsächlich gerade gegoogelt. Und damit war es das bereits für diese Woche. Vielen Dank fürs Zusehen. Abonniert diesen Kanal, am besten mit der Glocke. Hinterlasst einen Kommentar, liked das Video und wir sehen uns bereits im nächsten Video wieder. Bye!